Anmerkungen zu unserem Grundgesetz. Es war zwar das Grundgesetz der Alliierten, das da 1948 verabschiedet und den Deutschen vorgesetzt wurde, aber wir konnten wirklich gut damit leben und ich könnte mir vorstellen, dass man die wichtigsten Teile davon auch einmal in eine eigene deutsche Verfassung aufnimmt. Doch noch gilt das Grundgesetz, auch wenn sich viele nicht daran halten, vor allem der Staat, gegen den das Grundgesetz ja eigentlich erstellt wurde. Es sollte ja den Einzelnen schützen. Das ist also weniger ein Gesetz, mit dem sich der Staat rechtfertigt und sich vor den Menschen schützen muss, sondern genau umgekehrt. Die Menschen müssen vom Staat beschützt werden. Das war die Lehre aus der nationalsozialistischen Terrorherrschaft. Da heißt es in Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Doch was passiert? Erinnert euch an die Vorgänge, wo kritische Richter oder Ärzte, die den Corona-Terror versucht haben, anders auszulegen, wie die heute gerichtlich verfolgt werden. Auch kritische Journalisten. Es gibt Hausdurchsuchungen. Plötzlich stehen in Stasi-Manier 10, 20 Polizisten vor der Tür und zerlegen dein ganzes Haus. Das ist sicher nicht das, was der Gesetzgeber mit dem Artikel einmal beabsichtigt hat. Genau vor diesen Dingen wollte er uns schützen. Artikel 2. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt oder nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung verstößt. Und dann, jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. Und was ist die letzten 3 Jahre unter dem Corona-Regime passiert? Die Menschen wurden eingesperrt, sie wurden psychisch unter Druck gesetzt. Es gab Papiere der Staatsgewalt, in denen ausdrücklich genannt wurde, dass man die Leute verängstigen muss, sonst kann man diese Maßnahmen nicht durchziehen. Es wurde gelogen und getrickst und die Wirtschaft zerstört, womit das Einkommen der Einzelnen auch zerstört wurde. Die Würde des Menschen wurde massiv angegangen. Die Menschen wurden eingesperrt. Die Kinder wurden von ihren Freunden isoliert. Die alten Menschen durften keine Besucher mehr empfangen. Die Menschen mussten sich mit Masken die Gesichter verhängen. Und es wurde mit Tests, die tatsächlich reine Fantasietests waren, weil sie keine Infektion feststellen konnten, damit wurde das ganze Land terrorisiert und zum Ende kamen diese unerprobten Genimpfungen, die, wie wir heute wissen, weltweit riesige Schäden verursacht haben. Eine unbekannte Anzahl von Todesfällen. Und heute rät sogar der Chef der Ethikkommission den Geschädigten bei den Krankenkassen nicht anzugeben, dass es Impfschäden sind, weil sie sonst nichts zahlen. Also unglaubliche Verhältnisse, die mit diesem Artikel völlig im Widerspruch stehen. Dann Artikel 3, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, niemand darf wegen seines Geschlechts und so weiter benachteiligt werden, auch nicht wegen seiner Behinderung. Großartige Artikel, allesamt, die ich bis jetzt genannt habe, auch wenn ich also diese Anhängsel, was immer heißt, ein Gesetz regelt das Ganze, mit dem er dieses Grundgesetz verwässert hat und teilweise zerstört, die nenne ich also nicht ausdrücklich, aber das ist mit Absicht. Dann Artikel 4, die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und des Bekenntnisses sind unverletzlich und
Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Artikel 5. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Stift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Pressefreiheit und so weiter wird gewährleistet. Und der wichtigste Satz, eine Zensur findet nicht statt. Wir kennen aber die Realität. Seit Jahren ist die Zensur am Vormarsch. Man meint oft direkt in einer Inquisition zu leben. Im Internet werden Seiten gesperrt, es werden Kommentare von Bürgern gelöscht und das Ganze wird ja noch weiter getrieben. Jetzt wurde sogar von der EU, die so eine Bande ist für die Bundesregierung, wenn sie etwas nicht durchbringt, dann schiebt man es auf die Nichtregierungsorganisation EU, die rein von den Banken beherrscht wird und die erlassen dann zum Beispiel ein Netzbereinigungsgesetz oder wie das jetzt heißt. Also Zensur findet nicht statt, das ist heute der reine Witz. Dann Artikel 6, Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung. Auch da wissen wir, was tatsächlich gemacht wird. Der Staat macht seit Jahrzehnten nichts anderes, die Familie zu zerstören. Diese Dinge werden wie in sozialistischen Ideologien angekündigt, massiv gefördert und durchgeführt. Dann durch diese Genderei werden auch die Geschlechterrollen völlig zerstört und damit auch die Familien. Aber das ist ein Thema, auf das bin ich schon öfter eingegangen, da will ich jetzt nicht weiter ausführen. Artikel 8. Alle Deutschen haben das Recht, sich friedlich ohne Anmeldung und ohne Waffen zu versammeln. Ja, wir haben es bei Corona miterlebt, was da alles verboten wurde. Und wie die Versammlungen dann von der Exekutive im Auftrag der Innenminister zerstört wurden. Wie die Leute zum Widerstand aufgestachelt wurden, weil man sie irgendwo eingesperrt hat in irgendeinem Zug. Also dieses Versammlungsrecht wird auch massiv von den Regierenden behindert. Dann alle Deutschen, Artikel 9, haben das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden. Dann Artikel 10, das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich. Auch hier wissen wir, der Staat hört überall mit. Und nicht nur unser Staat, sondern wie wir das auch beim Abhören vom Handy der Bundeskanzlerin Merkel erfahren haben, auch der amerikanische Staat und Geheimdienst hört überall mit. Die technischen Möglichkeiten sind heute so vielfältig. Man braucht keine Wanzen mehr. Man kann durch Richtlaserstrahlen, die man gegen die Fensterscheibe richtet, kann man die Gespräche mithören. Indem man sie gegen einen Rechner richtet, kann man mitlesen, was auf der Tastatur geschrieben wird. Also es gibt dermaßen viele moderne Abhörgerätschaften, die mir auch gar nicht bekannt sind. Mir ist es auch relativ wurscht. Ich gehe sowieso mit meiner Meinung an die Öffentlichkeit, da ich mir einmal zu Herzen genommen habe, dass man uns gesagt hat, oder unseren Eltern und Großeltern, warum habt ihr nichts gegen die Diktatur unternommen? Das will ich mir nicht nachsagen lassen. Und ich stehe auch hinter jedem Satz, auch wenn mancher vielleicht nicht ganz ausgegoren ist. Also Zensur findet sehr wohl statt und das Ganze wird noch immer weiter verstärkt und damit in Verbindung das Briefgeheimnis und Fernmeldegeheimnis steht nur noch hier auf dem Papier. Dann Artikel 14, das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Dabei stehen viele Einschränkungen. Im Zweifelsfall gilt dieser Hauptsatz nicht, denn es werden immer Argumente geführt mit Gemeinwohl, um diese Geschichten auszuhebeln. Dazu kommt, dass wir durch die
durch die ständige Schuldenaufnahme der Politik, die aber nicht für unser Land verwendet wird oder nur zum Teil, das wird ins Ausland verschenkt, es werden Rüstungsgüter gekauft, es werden, naja, das scheint ja eh alles bekannt zu sein, Milliarden, hunderte Milliardenfach wird das Geld verschleudert. Und das ist Steuergeld, das ist eine Enteignung der Bürger und die immer steigenden Steuern. Wir haben die höchsten Steuern auf der ganzen Welt. Wir arbeiten ein halbes Jahr oder noch mehr nur für den Staat. Das ist alles Enteignung und eigentlich durch Artikel 14 eigentlich verboten. Dann Artikel 20, ich mache einen kleinen Sprung, die demokratische Verfasstheit. Da heißt es, die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und so weiter ausgeübt. Wann wäre die Staatsgewalt jemals vom Volke ausgegangen? Weder im Kaiserreich, im Faschismus sowieso nicht und bei uns auch nicht. Und dann, wenn es heißt, durch Wahlen und Abstimmungen. Wir können in den Wahlen nur ein Paket wählen, die sich in der Regel als Mogelpackung entpuppt. Wir wissen überhaupt nicht, was diese Parteien, die wir wählen dürfen, dann machen. Und dass das Staatsgewalt vom Volke ausgehen sein soll, das ist einfach nur ein Witz. Aber unser Grundgesetz hat eben als Zusatz auch, sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen ausgeübt. Diese Abstimmungen hat es noch nie gegeben. Da wird seit bald 80 Jahren massiv gegen das Grundgesetz verstoßen. Und das wäre nämlich die direkte Demokratie, mit der das Volk über Sachthemen abstimmen kann. Wir dürfen nicht einmal den Bundespräsidenten wählen. Wir dürfen auch den Kanzler nicht wählen. Wir werden demokratisch ausgebremst, ganz massiv. Und wenn es dann heißt, in Artikel 20 Absatz 4, gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Nur, wie soll dieser Widerstand aussehen? Durch Wahlen? Wohl ein Witz. Denn die Parteien machen zum Schluss doch, was sie wollen, was ihnen nützt, was ihren Hintermännern und Geldgebern nützt. Und Gewalt? Es gibt kein Land, glaube ich, auf der Erde, das so entwaffnet wurde wie unser Land. Wir haben nicht mal eine Steinschleuder mehr zu Hause. Und die Staatsgewalt hat aber alle Waffen, die man zur Einschüchterung und zur Unterdrückung der Bevölkerung braucht. Also Recht zum Widerstand hätten wir, aber wie kann der Widerstand aussehen, wenn durch Zensur und durch andere Einschränkungen das Ganze erschwert wird oder unmöglich gemacht wird? Dann als letztes den Artikel 26, Handlungen, die geeignet sind, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, insbesondere die Führung eines Angriffskrieges vorzubereiten, sind verfassungswidrig. Sie sind unter Strafe zu stellen. Ein Witz. Es ist nämlich so, dass die Vorbereitung eines Angriffskrieges unter Strafe gestellt wird, aber auch nur auf dem Papier. Der Angriffskrieg selber aber nicht strafbewehrt ist. Wir haben das 1999 beim völkerrechtswidrigen Angriff auf Restjugoslawien erfahren, wo eine rot-grüne Bundesregierung 78 Tage lang die Bombardierung Serbiens unterstützt hat. Auch die Kriege, die sonst unter NATO-Regie geführt wurden, mit der Bundeswehr, auffallendste war heute Afghanistan. Diese Dinge verstoßen alle gegen diesen Artikel. Aber es kümmert sich niemand darum, kein Verfassungsgericht. Dann der zweite Absatz in Artikel 26. Zur Kriegsführung bestimmte Waffen dürfen nur mit Genehmigung der Bundesregierung hergestellt, befördert und in Verkehr gebracht werden. Wir wissen, dass Deutschland seit vielen Jahren mit einer der größten Rüstungsexporteure ist. Und was in den letzten Jahren an Kriegsgerät etwa in die Ukraine geliefert wurde, das sprengt jeden Rahmen. Wenn man das Ganze so durchschaut, wir könnten wahrscheinlich alle Artikel durchgehen und überall anmerken, dass das Grundgesetz weitgehend ausgehebelt wurde. Fazit? Keine Ahnung.